Hier gibt's nichts zu sehen. Gehen Sie weg. Schön, dass Sie hier sind. Guten Abend. Das ist in die Richtung. Wir sind zu spät. Ich war noch bei der Post. Klar, ich kann es gerne unterschreiben, wenn Sie wollen. Alfons. Guten Abend! Guten Abend! Bonsoir! Fantastische Stimmung hier! Dankeschön! Oh, fantastisch! Vielen Dank! Merci beaucoup! Vielen Dank für diesen warmherzigen Applaus. Also, es ist toll, diese Stimmung hier. Ich hoffe, bei Ihnen zu Hause ist auch so eine tolle Stimmung. Das passt auch sehr gut, weil am Anfang von dieser Sendung, meine Damen und Herren, ich möchte euch gratulieren. Für diese ganzen Bilder, die man sieht von Deutschland momentan, das ist so toll. Ihr seid so großzügig. Ihr empfängt alle Flüchtlinge und schenkt auch noch ein Teddybär, wenn ein kleines Kind da ist und so. Und das ist so toll. Und das Ihr wartet alle auf eine schlimme Pointe? Nein, die kommt nicht. Ich meine das wirklich vom Herzen, meine Damen. Es ist toll und auch noch dann in der Presse, da steht, oui, wir packen das, wir werden das hinkriegen. Diese Flüchtlinge werden sofort fit gemacht für den Arbeitsmarkt. Na gut, ich sag mal so, nach all dem, was die erlebt haben, da könnte man erst mal sagen, gut, kommt erst mal an, setzt euch, wollt ihr einen Kaffee? Ihr werdet sofort fit gemacht für den Arbeitsmarkt, sofort. Die werden schnell merken, dass die in Deutschland gelandet sind. Aber gut, könnt ihr machen, kein Problem. Könnt ihr probieren, die fit machen, fit für den Arbeitsmarkt. Die versuchen das bei mir schon seit 20 Jahren. Keine Angst, die werden arbeiten. Ne? Wovor habt ihr Angst? Die werden nicht im Asylantenheim den ganzen Tag RTL 2 gucken. Folter hatten die schon genug. Nee, es ist wirklich ein tolles Bild von Deutschland, was ihr alle gemeinsam schickt. Es war nötig, muss man schon sagen. Es war nötig, weil es gab auch Bilder, die nicht so schön waren. Übrigens, kleiner Tipp. Wenn jemand von euch ein Haus hat, was sie nicht mehr brauchen, und sie haben keinen Bock, das zu sanieren, wissen Sie, sie sagen, oh non, das ist mir zu viel Stress, das sanieren, non. Ich hätte lieber die Versicherungssumme kassiert. So, hier ist mein Tipp. Sie hängen über die Tür ein Schild. Flüchtlingsheim. Nach 2 Tagen ist es abgebrannt. Das bleibt unter uns. Das ist nicht mal ein Versicherungsbetrug. Man muss allerdings sagen, es gibt nicht nur Nazis, die sagen, nein, ich will keine Flüchtlinge. Es gibt auch so ganz normale Leute, die sagen, nein, Flüchtlinge, nein. Ich habe viele auf dem Wochenmarkt getroffen, die sagen, nein, Flüchtlinge, nein. Verstehe ich nicht. Das ist, mal ganz ehrlich, wenn jemand sowas erlebt hat, dass er so nah am Tod war, und dass er nach einem unglaublichen Weg, ich brauche keine Details erzählen, Sie kennen die alle, endlich mal in Deutschland ankommt und man wird von Deutschen so herzlich begrüßt wie im Moment. Ja, es ist klar, was passiert. Die Person wird sich sofort in Deutschland verlieben, die wird so dankbar sein, die wird so eine Energie entwickeln, die wird so eine Lust haben zum Leben. Das ist eine Riesenchance für Deutschland. Wenn das nicht versteht, das ist ein Idiot, ganz ehrlich. Die Merkel, die weiß schon, was sie macht. Attention, weil sie nimmt die Syrer. Weil die Syrer, das sind die sehr gut ausgebildet, das sind die besten ausgebildet. Und die kommen jetzt alle her. Danach kommen die Eritreer. Die Eritreer, die können nicht mal lesen und schreiben. Also ja, komm, alle die Eritreer, die Syrer, ganz schnell, kommt ihr, kommt. Und irgendwann kommen die Eritreer, stopp, wir haben genug, ab jetzt nach Frankreich. Ist klar. So. Das, was ich nicht verstehe, ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber das sind diese Länder wie Polen oder Ungarn, was gibt es, Slowakei, ausgerechnet die Ossis von Europa, die sagen, nein, wir wollen keine Flüchtlinge. Wie schnell kann man vergessen, dass man manchmal flüchten muss? Warum machen die denn das? Polen, haben die Angst, dass die Flüchtlinge ihre Autos klauen?
Und die Ungarn. Überlegen Sie mal, meine Damen und Herren, die Ungarn, die bauen die Grenze gerade wieder auf. Das, was sie vor ein paar Jahren überwunden haben, was doof ist. Und dabei brauchen die gar nicht diesen Zaun, das können sie sich komplett sparen. Weil mal ganz ehrlich, zwischen uns, es gibt nicht einen Flüchtling, der in Ungarn bleiben möchte. Nicht einer. Na, die wollen einfach einmal durch bis durch. Also das heißt, die bräuchten nur an der Grenze Ungarische-Serbien einfach nur ein großer Pfeil dann aufstellen. Und da würde stehen Deutschland 1000 Kilometer in die Richtung. Und Slowakei, da muss man schon korrigieren, die wollen schon, die haben jetzt gesagt, doch, wir nehmen Flüchtlinge auf. 200. Und nur Christen. Die wollen wahrscheinlich die Sonntagsmesse wieder voll kriegen. Wissen Sie, was die als Begründung gesagt haben? Die haben gesagt, nein, wir wollen keine Moslems, weil bei uns, wir haben keine Moschee, die würden sich unwohl fühlen. So ein Quatsch, mal ganz ehrlich. In Deutschland, es gibt keine Frösche, ich fühle mich pudelwohl. Hein? Also, kompletter Quatsch. Ein Vorteil hat schon diese Flüchtlingskrise, man hört nichts mehr von Schäuble. Oh, das tut gut, oder? Also mich entspannt es total. Es ist nur noch Merkel. Selbst die Flüchtlinge, die bringen ein Schild von Merkel und die halten das hoch. Das ist unglaublich. Was? Guck mal. Das ist toll, das ganze Welt sieht das auch, ne? Sag mal, wo haben die das Bild her? Gibt's ein Willkommenbeutel oder herzlich willkommen in Deutschland, eine Zahnbürste, ein Bild von Angela Merkel? Ich hoffe auf jeden Fall, dass die, als die durch Griechenland gegangen sind, dass die das Bild versteckt haben, weil sonst... Aber ihr findet das gut, oder? Für euch in Deutschland, das ist toll. Wow, Merkel und so. Na, es ist gut, das könnt ihr. Aber ich sag nur, wenn ein Flüchtling nach Frankreich kommt und wenn er ankommt mit einem Bild von François Hollande, der kann gleich weiter flüchten. Aber es gibt ganz viele Franzosen, die haben diese Bilder gesehen, tatsächlich. Und die sagen, oh la la, die armen Leute, das muss denen wirklich schlecht gehen in deren Heimatland, wenn die freiwillig ein Bild von Angela Merkel hochhalten. Und die SPD übrigens, die SPD ist ein bisschen wie Telefunken. Hein? Telefunken, wissen Sie, da, was stimmt, das gab's, gibt's die noch? Nee, ist verschwunden wahrscheinlich. Hein? Die SPD, das ist so, das ist die Telefunken der Politik. So. Die einzige, die man hört, das ist die CSU. Und die hört man nicht ein bisschen, sondern so. Was haben die gesagt? Die haben gesagt, das ist ein völlig falsches Signal. Völlig falsches Signal. Leute, die vor Krieg flüchten, die von Schlepperbanden ausgeraubt worden sind, die gefoltert worden sind, diese Leute, denen zu helfen, das ist ein falsches Signal. Manchmal, ich wünsche mir, ich hätte die ganze CSU-Führung vor mir, wissen Sie? Ich würde denen einen extra dicken Arschtritt verpassen. Aber nicht ein kleiner, sondern so einer, wo die richtig so abheben und dann nion, über das Mittelmeer, weißt du, so, oh, bis Syrien. Und dann müssen die gucken, wie die zurückkommen. Das wäre ein richtig gutes Signal. Alors. Und dann... Dann kommen die zurück, wie auch immer. Die werden, von mir aus, die werden in der Slowakei aufgenommen. Das sind ja Christen. Und dann wir zwingen die, dann ein Bild von Angela Merkel hochzuhalten. Und dann mache ich die fit für den Arbeitsmarkt. Ja, doch. Heute mein Thema. Flüchtlinge. Wie finden Sie das mit den Flüchtlingen? Ich bin kein Flüchtling. Nee, aber wie Sie das finden mit den Flüchtlingen? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ja? Soll man denen helfen oder nicht? Ja, aber wenn so viel ist, ist es auch schwierig. Ja, also lieber rausschicken.
wieder nach Hause schicken. Ja. Ja? Das geht nicht, ja. Weil alles wollen sie nach Deutschland. Ja, also ja. Nicht. Ja. Was sind Sie? Ich? Ja. Woher komme ich, oder? Ja. Ja, ich komme aus Vietnam. Haben eigentlich alle Flüchtlinge einen Grund zu flüchten? Oder suchen sich einige auch nur einen Vorwand, um mal ins Ausland zu reisen? Und wie finden Sie das, wenn man eine Frage liest, dass der andere nicht zuhört? Habe ich auch nicht verstanden. Ihre Meinung zu den Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen? Ah, ich bin Flüchtling aus der Ukraine. Ja. Und ich angekommen in der Deutschland als jüdische Frau. Ja. Ja. Wann? Wann? Ah, zu vor langem. Um 2000 Jahre. Vor 2000 Jahren? Vor 2000 Jahren, ja. Sehr, noch sehr gut aus. Ja, danke. Wie finden Sie das mit den Flüchtlingen? Bescheiden. Warum? Sie kommen hier an, kriegen erstmal Tagesgeld. Ja? Dann können Sie Ihre Wäsche da alles umsonst waschen. Ich selbst bin Rentner, bekomme von der Sozialbehörde nichts zu und die kriegen alles in Allerwertesten gesteckt. Solche großen Spinnen aus einem fremden Land tragen sie hier mit rein. Gleich wieder zurück. Mit dem gleichen Schiff? Mit dem gleichen Schiff gleich wieder zurück. Ja? Ja. Und wenn die ertrinken? Die ertrinken nicht. Aber doch, es gibt welche, die ertrinken. Ja, da haben sie Pech gehabt. Haben eigentlich alle Flüchtlinge einen Grund zu flüchten oder suchen sich einige auch nur einen Vorwand, um mal ins Ausland zu reisen? Nee. 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 Nee? Nein. Nein was? Weiß ich nicht. Nein. 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 Ein bisschen? Nein, nein, nein. Wissen Sie? Ein klein bisschen? Oder nein? Nein. 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 Ein klein bisschen oder nein? Nein. 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 Und angenommen, dann ein bisschen oder auch nein? Oh nein. Oh nein. Nein. Aber wenn? Wenn. Dann ja. Vielleicht. Dankeschön. Vielen Dank. Und fragen Sie mich nicht, worüber wir gesprochen haben. Ich weiß es auch nicht. Ich möchte Ihnen jetzt, meine Damen und Herren, mein erster Gast vorstellen. Es ist Philipp Simon. Er ist 1976 geboren von einer holländischen Mutter und einem deutschen Vater. Und seitdem lebt er auch zwischen diesen beiden Kulturen. Er war schon hier, er war schon super gut angekommen. Deshalb habe ich ihm gesagt, du musst unbedingt wiederkommen. Hier ist er wieder, Philipp Simon! Ich freue mich, dass du wieder da bist. Danke. Das ist Hammer. Das ist toll. Echte? Dankeschön. Ja. Echt? Guck mal hier, du hast ein komischer Schatten. Echte Tattoos. Schon Zeit. Auf Deutsch auf allerdings. Deutsch. Auf Deutsch. Ist Teil der Integrationsmaßnahme. Ja, und du hast auch dein Akzent so gut wie verloren, ne? Ja, du, ich habe mir gedacht, ich bin jetzt so viele Jahre in Deutschland, irgendwann muss man noch mal ein vernünftiges Deutsch sprechen, oder? Ja, habe ich mir auch gesagt, aber weiß ich nicht. Meine Damen und Herren, Philipp Simon! Vielen Dank. Ich habe die Tage gelesen, dass es ein neues Urteil gibt vom Bundesgerichtshof. Die haben entschieden, dass in Zukunft sadomasochistische Praktiken strafbar sein können. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich auf Sadomaso stehen würde und mir würde einer mit Strafe drohen, und? Freuen Sie auch schon auf die Zigarette nach der Sendung? Ich kann das ja nicht. So lange warten. Und dann auch noch so einem Dussel dabei zugucken.
Gibt es hier überhaupt noch Raucher oder sind Sie schon alle Bio? Ich frage nur, wissen Sie noch, warum Sie angefangen haben zu rauchen? Erinnern Sie sich noch an den Marlboro-Werbespot? Come to Marlboro Country. Der Geschmack von Freiheit und Abenteuer. Cowboys auf Mustang-Hengsten in der Prärie. Leder, Libido und Lagerfeuer. Pfundskerle und Pferdestärken, Tabak und Testosteron. Gegen den Marlboro-Mann wirkt Helmut Schmidt wie ein Hustenbonbon. Aber Werbung hat schon eine unglaubliche Macht, oder? Da wird dir Freiheit verkauft und landen tust du im Knast. Im Gefängnis deiner Sucht. Jahrzehnte später bekämpfst du sie mit Nikotinpflastern und lässt dir Akupunkturnadeln in die vollkommen verrauchten Nervenbahnen stechen. Wobei, das geht ja noch. Viele Marlboro-Männer sind an den Folgen des Rauchens gestorben. Marlboro-Mann trifft Sensemann. Aber gut, wen wundert's? Ist genauso, als wenn rausgekommen wäre, Meister Propper bekam seine Glatze von den giftigen Dämpfen, von seinem blöden Putzmittel. Die Jungs damals im Spot, die dachten doch, sie sind frei, sie können fliegen. Und dann mussten sie kapieren, dass man mit kaputten Lungenflügeln nicht fliegen kann. Das größte Abenteuer in dem Leben war die Chemotherapie. Sucht als Freiheit zu verkaufen, das kann nur die Werbung. Und die Werbung ist voll von Freiheit. Schon mal aufgefallen? Die Werbung ist voll von Freiheit. Visa, die Freiheit gönne ich mir. Wie schnell die Freiheit Ihrer Kreditkarte endet, können Sie sehen, wenn am Ende des Monats die Abrechnung kommt. Ne, da lässt sich Ihre Freiheit in ziemlich genauen Zahlen ausdrücken. Da kennen Sie noch Free and Easy. Kostete 25 Euro Aktivierungsgebühr. War ein Handytarif von E+. Tabakwerbung ist im Fernsehen verboten. Handywerbung ist immer noch erlaubt. Ich finde das nicht gut. Versuchen Sie doch mal Ihrer 14-jährigen Tochter für eine Woche das Handy wegzunehmen. Sie würden sich wünschen, die würde mit dem Rauchen anfangen. Aber wie frei sind wir Menschen denn nur wirklich? Ich meine, unsere Vorfahren haben die amerikanische Unabhängigkeitserklärung formuliert. Wir haben die Bastille gestürmt, wir haben gegen die Sklaverei gewütet, wir haben sexuell revoltiert, wir haben für die Emanzipation der Frau gekämpft, wir haben uns von den Religionen und ihren starren Regularien distanziert, wir haben die DDR auf den Müllhaufen der Geschichte katapultiert und den Mann abgewählt, der uns blühende Landschaften versprach, aber nur Kohl anbaute. Das alles haben wir gemacht. Ja, und dann lassen wir uns verführen von der Perfidie einer Werbestrategie. Vielleicht, weil wir uns mittendrin verloren haben. Vielleicht, weil wir diesen Begriff der Freiheit gar nicht mehr füllen können. 1000 Kilometer hier entfernt sterben Leute und wir? Freiheit, das war mal ein Lied von Marius Müller-Westernhagen. Wir haben diesen Begriff neu gefüllt. Wir haben uns unsere Ersatzdrogen geschaffen. Kommerz und Konsum sind unsere neue Religion. Der Einkauf im Apple Store, das Ave Maria. Teilen und Liken, das tägliche Halleluja. Petitionen sind der neue Pranger. Kommentarfunktion, die öffentliche Steinigung. Wie die Bescheuerten warten wir auf die neue iWatch. Die neue iWatch. Da kannst du die Uhrzeit nicht nur auf dem Handy sehen, sondern auch auf der Uhr. Ich warte ja auf den Tag, wo die erste iChurch eröffnet wird. Da werden wir dann alle miteinander stehen und gemeinsam beten. Apple unser im Himmel, geheiligt werde dein iPhone. Dein Design komme, deine Handyortung geschehe. Wie in der iCloud, so auch auf Erden. Unser tägliches Wi-Fi gib uns heute. Und vergib uns unsere Fettfinger, wie auch wir vergeben der schlechten Akkulaufleistung. Und führe uns nicht ins Funkloch,
sondern erlöse uns von Microsoft. Denn dein ist das MacBook, das iPad und der iPod in Ewigkeit. Update. Philipp Simon, bravo! Meine Damen und Herren, mein nächster Gast kennen Sie alle. Er ist Kabarettist, er ist Imitator, er ist Fernsehmoderator. Und heute ist er Gast bei Alfons und Gäste. Hier ist Florian Schröder! Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Bitte schön. Vielen Dank. Oh! Trinkst du überhaupt Wein? Ja, selbstverständlich, ausschließlich. Kein also Bier, nichts, nur Wein. Perfekt. Eine der letzten Sendungen, in denen es noch Wein gibt. Du bist einer, also für mich ein typischer Kabarettist, in dem du dich wirklich tierisch informierst. Also immer, wenn ich dich treffe, du bist entweder am Zeitung lesen oder im Internet am irgendwas recherchieren, am Telefonieren, prüfen und so. Du weißt alles, was in der ganzen Welt passiert. Was ist im Moment für dich so das Thema, wo du denkst, wow, das ist mein Thema? Eines der großartigsten Themen im Moment, der Wahlkampf in den USA mit Donald Trump. Oder den haben wir alle schon ja, bemerkt. Donald Trump, ein Mann, an dem man sehr schön den Unterschied zwischen Deutschland und den USA ablesen kann. Mhm. Ja. Donald Trump ist ja ein Mann, der Präsident werden will, und er plant zwischen den USA und Mexiko eine Mauer hochzuziehen, und er nennt die Einwanderer aus dem Süden Kriminelle. Dieser Mann hat in den USA kaum Chancen, Präsident zu werden. Mhm. In Deutschland wirst du mit solchen Thesen erfolgreich jahrelang bayerischer Ministerpräsident. Donald Trump ist ja sowas wie die neue Sarah Palin. Mindestens was die verkackte Frisur angeht und das Dumpfbackigkeitsniveau. Ne? Der kann ja zum Beispiel diese iranische Garde, die Quds, kann der nicht von Kurden unterscheiden. Und vor allem, Donald Trump, kein Witz, kann nicht die Hamas von der Hisbollah unterscheiden. Dabei ist der Unterschied so einfach. Wir wissen es alle. Die Hamas ist ein türkisches Dampfbad. Ja, und Hisbollah, eine akute Bronchialentzündung und darauf ein Schluck. Das ist eigenartig, dass viele glauben, dass er einer von ihnen in Amerika war. Der Mann hat Milliarden. Ich wusste nicht, dass der Durchschnittsamerikaner Milliarden schwer ist. Ich wusste auch nicht, dass der Durchschnittsamerikaner eine Boeing 757 als Privatjet hat und mehrere Strafverfahren wegen Betrugs. Das war mir neu. Ja, siehst du, man lernt nie aus. Genau, ja. Genau. So, aber Donald Trump hin und her, das ist eigentlich Show. Ich denke, ich weiß nicht, was du denkst, aber ich denke, der wird sowieso es nicht schaffen, und am Ende wird er sowieso Hillary Clinton gegen Jeb Bush sein. Ne? Und das ist doch Wahnsinn, oder? Wieso? In einem Land wie Amerika treten am Ende Frau Clinton und Bush Junior, der kleine Bruder von George W., gegeneinander an. Wenn einer von den beiden Präsident würde und in 4 Jahren, 2020, wiedergewählt würde, dann wäre quasi Amerika wieder eine Feudalherrschaft. Ausgerechnet Amerika, das so stolz war auf seine Unabhängigkeit von der britischen Krone. Und ich sage mal ganz ehrlich, zwei Dynastien, die gegeneinander antreten, anders hat es Amerika auch nicht verdient. Ein Land, das nach wie vor ein Einparteienstaat ist, mit zwei Flügeln. Einem demokratischen und einem durchgeknallten Flügel. So. Und jetzt würde ich mal vorschlagen, du gehst auf die Bühne und wir hören dich sehr, sehr aufmerksam, weil du hast bestimmt uns viel zu sagen. Meine Damen und Herren, Florian Schröder! Dankeschön. Meine Damen und Herren, es gibt gute Nachrichten. In Deutschland werden wieder mehr Kinder geboren. Und ich muss sagen, das ist toll. Das ist doch einfach mal wirklich eine gute Nachricht. Es werden auch die Politiker gelobt in dem Zusammenhang. Die Familienministerinnen haben alles getan in den letzten Jahren dafür, eine konsequente Familienpolitik mit Förderung an den richtigen Stellen, Elterngeld, Elterngeld Plus, Elterngeld S6 Galaxy. Alles dabei gewesen, und jetzt zahlt es sich aus. Wir haben wieder mehr Kinder in Deutschland. Und ich muss persönlich sagen, ich finde das super. Ich finde das eine ganz tolle Nachricht. Weil so Kinder, die machen ja auch Sinn im Leben. Ne? Gerade für die Erwachsenen auch. Ne? Die Eltern können dann zum Beispiel anfangen, nach Vornamen zu suchen. Das ist jetzt gerade bei mir im Bekanntenkreis aktuell der Fall. Ich habe ein Pärchen, Bekanntenkreis, Till und Tina, die haben jetzt ein Kind bekommen. Und da wurde also so lange nach dem Vornamen gesucht. Ich dachte, dieses Kind kommt in die Schule ohne Vornamen.
Die konnten sich nicht einigen. Und das Wichtigste war, es muss ein intelligenter Vorname her. Das sagen moderne junge Eltern, wenn das Kind intelligent heißt, dann wird es auch intelligent. Das ist natürlich Schwachsinn, aber die glauben das. Wenn das Kind intelligent heißt, dann wird es auch intelligent. Wenn es trotzdem dumm bleibt, sind die blöden Grundschullehrer schuld, die den Vornamen des Kindes immer falsch ausgesprochen haben. Und weil moderne Eltern total sympathisch und nett sind, möchten die auch gerne den Grundschullehrern helfen. Deswegen geben sie ihren Kindern gerne simple Vornamen mit einer Silbe. Lea, Mia, Bent, Bent, Dem, Dom. Einsilbigkeit, das kennen viele Paare vom Frühstückstisch. Bei vielen war das auch der Grund für die Kindszeugung. Lea, Mia, Bent, Bent, Dem, Dom. Dabei klingt schon der männliche Teil, Bent, Bent, Dem, Dom, doch eigentlich eher wie ein Navi, das den Geist aufgegeben hat. Und jetzt ist es tatsächlich so, man hat in psychologischen Forschungen herausgefunden, dass Vornamen, die angesagt, also innen sind, auch als intelligenter wahrgenommen werden. Das ist ein klassischer Intuitionsfehler, ein Wahrnehmungsfehler. Denn nur weil das Kind intelligent heißt, ist es ja noch lange nicht intelligent, hat aber gravierende Folgen. Ein Maximilian zum Beispiel muss in der Schule erstmal beweisen, dass er blöd ist. Bei einem Justin ist es umgekehrt. Wie gesagt, ich freue mich total, dass wir jetzt mehr Kinder haben, auch wenn es Justins sind. Ist mir egal, ich bin da total tolerant. Ich finde das super. Gut, jetzt ist schon so, es gibt ein paar Justins zu viel. Das muss man einfach so sagen. Das merkt man ja auch. Ne? Und was sollen wir mit denen machen? Ne? Das ist ja auch ein bisschen jetzt die Frage. Ne? Ich meine, klar, Kinder sind super, also so theoretisch so. Ne? Eigentlich sind sie super, ne? Aber... wie das in Deutschland läuft, wo jeder einfach so Kinder machen kann, das ist halt auch jetzt nicht so die richtige Lösung. Ja. Ja. Ich bin wirklich kein Kinderfeind. Aber ich weiß nicht ganz, ob das alles so richtig läuft jetzt mit den Kindern. Die schreien ja auch. Ja. Und sind laut. Ja. Ja. Und nehmen uns Kinderlosen die Wohnungen weg. Die nehmen uns den Wohnraum weg. Die brauchen Jahre, bis die deutsche Sprache beherrschen. Jahre. Ich meine, da wird man jetzt gleich in so eine Ecke gestellt, ne? Von wegen, hat was gegen Kinder und so, er ist einer von denen. Aber ich meine, es ist ja bewiesen, die sind nun mal gewalttätiger als wir. Es ist einfach liegt in den Genen. Ne? Das ist belegt. Ne? Viele von denen sind traumatisiert von der Reise zu uns durch den Geburtskanal. Und dann wundern wir uns, dass die kratzen und beißen. Man muss sich ja nur mal umgucken in so einem Auffang da, in so einem Lager da, in so einer Kita. Wie die da aufeinander losgehen, wie die Tiere mit Spucken und Treten und so. Das ist doch mit unseren westlichen Werten nicht vereinbar. Oder? Wie gesagt, ich habe nichts gegen Kinder. Ich bin großer Kinderfreund, aber die dürfen ja nicht mal arbeiten bei uns. Ne? Die dürfen nicht mal arbeiten. Das geht Jahre, bis die mal arbeiten dürfen. Das heißt, die zahlen nicht mal Steuern. Stattdessen kriegen die unser Steuergeld in ihren Arsch geschoben. Und mit welcher Konsequenz? Dass sie uns, den später Alten, dann die Jobs wegnehmen. Die ganzen Arbeitsplätze. Wenn wir halt nicht mehr so schnell sind wie die mit Excel und so Tabellen und so einem Zeug. Jahrelang liegen sie uns auf der Tasche rum im sozialen Auffanglager da an der Universität und so. Und dann nehmen sie uns die Jobs. 715.000 waren es im letzten Jahr. 715.000 neue Kinder. Im nächsten Jahr könnten es 800.000 sein. Und wie gesagt, ich bin ein großer Kinderfreund. Und es ist schön, wenn unser Land nicht ausstirbt. Und es ist schön, wenn es irgendwie weitergeht. Aber bitte nicht auf unsere Kosten. Dankeschön. Florian Schulle, ich habe was für Sie über Frankreich. Es ist was passiert vor kurzem. Es gab in der Regierung von Frankreich ein kleines Problem. Die konnten irgendwie nicht die Personalkosten gut zuordnen. Die hatten das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit den Personalkosten in den Ministerium. Und deshalb, die haben eine Studie bestellt. Bon. Und diese Studie, die war vertraulich. Aber in Frankreich, wenn auf etwas vertraulich steht, dann gucken alle rein. Also ich fand's lustig, aber gut. Die Studie
die besagt, dass es gibt tatsächlich offiziell, also es ist wirklich wahr, es gibt Ministerium in Frankreich, dass die beschäftigen Leute schwarz. Also nicht viele, das meiste, das ist das Justizministerium. 40.000 schwarze Arbeiter. 40.000 schwarze Arbeiter. Alle Franzosen, die konnten es nicht glauben. Was? Was? Wirklich? Im Ministerium soll es Leute geben, die gearbeitet haben? 40.000 sind schwarz. Aber das war so. Für die ist es schlimm, für die schwarzen Arbeiter. Das Schlimmste ist, die haben keinen offiziellen Arbeitgeber. Das heißt, die haben niemanden, gegen die streiken können. Für einen Franzosen ist es schon schlimm. Und jetzt sagen die alle, ja, was machen wir jetzt und so. Und Hollande sagt, wer hat diese scheiß Studie bestellt? Warum? Das lief doch sehr gut. Übrigens, auf die Studie, der letzte Satz, das war, sollen wir eine Rechnung stellen oder machen wir das so? Ist einfach Frankreich. Es gibt viele lustige Dinge in Frankreich. Oh, es gibt auch eine Sache, das ist nicht direkt Frankreich, aber das betrifft Frankreich und das hat uns in Frankreich sehr amüsiert. Es gibt einen neuen japanischen Zeichentrickfilm und einer der Figuren in diesem Zeichentrickfilm, das ist Sarkozy. Sarkozy. Sie wissen noch, wer das ist, Sarkozy, oder? Der kleine Ex-Präsident. Er will übrigens wieder, aber non, 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 also, non, non. Einmal, das war lustig, aber non, non. Na, aber er möchte gerne. Und also in diesem Zeichentrickfilm, eben Sarkozy, der ist schwul. Und es gibt eine zweite Figur, das ist Berlusconi. Und in dem Film, der ist auch schwul. Und beide sind ein Paar. Ein Frankreich, das war so, aber wir haben gelacht. Und viele Franzosen haben es nicht geglaubt. Viele Franzosen haben gesagt, ja, ist lustig, aber das kann nicht wahr sein. Weil ganz ehrlich, wie sollte Sarkozy Berlusconi gefallen? Er ist nicht minderjährig. Also den Film habe ich nie gesehen, aber ich weiß nicht, was die da drin machen. Wahrscheinlich machen die Bunga-Bung, die machen Manga-Manga-Partys, keine Ahnung. Ich werde es mir vielleicht angucken, dann werde ich berichten. Aber erstmal möchte ich meinen Gast jetzt Ihnen wieder vorstellen. Hier ist er. Meine Damen und Herren, ein großer Applaus für Philipp Simon! Ich bin ein besorgter Bürger. Nee, Entschuldigung. Ich bin ein Bürger, dem es mal wieder besorgt werden muss. Ja, man kommt ja inzwischen so ein bisschen durcheinander wegen all dieser Sorgen, die man da so hat. Der Punkt ist halt, dass nicht die Flüchtlinge das Problem sind. Das Problem ist die wirtschaftliche Entwicklung und sind die Kriege. Das ist das Problem. Wir sind die wahren Wirtschaftsflüchtlinge. Wir flüchten von den teuren Läden in die billigen. Und die Firmen mit der Produktion flüchten von menschenwürdigen Ländern in menschenunwürdige Länder. Wir sind die Wirtschaftsflüchtlinge. Uli Hoeneß ist auch ein Wirtschaftsflüchtling. Und Freigänger. Und hat einen Job bei den Bayern. Das war keine Strafe. Tagsüber bei den Bayern und abends muss er nicht bei seiner Frau schlafen. Ich verstehe die Strafe da nicht. Flüchtlinge sind nicht das Problem. Das ist. Aber in diesem Sommer haben ja auch alle gesagt plötzlich, ne, Merkel, Gabriel, alle standen sie in diesem Sommer vor den Kameras und haben gesagt, 800.000 Flüchtlinge sind für uns überhaupt kein Problem. Weder logistisch noch finanziell. Es ist überhaupt kein Problem. Es ist so schade, dass das die Tausende von Flüchtlingen nicht mehr hören kann, die im letzten Jahr schon im Mittelmeer ersoffen sind. Das können die nämlich nicht mehr hören, weil die Wasser in den Ohren haben. Das können die. Ich frage mich, was war denn eigentlich das Problem? Wissen Sie auch nicht. Gut, es sind jetzt nicht alle super happy. Also hier zum Beispiel Joachim Herrmann, der Innenminister von Bayern, von der CSU, der ist nicht so happy. Der hat ja in Bezug auf die Balkanflüchtlinge vor einiger Zeit gesagt, dass die 143 Euro Taschengeld, das ist eine Zumutung für den deutschen Steuerzahler wäre. Und dass man sich fragen müsste, ob sich der deutsche Sozialstaat diese Großzügigkeit in Zukunft auch noch leisten kann. Und da frage ich mich halt, ob sich der ehrliche deutsche Steuerzahler und der deutsche Sozialstaat diese Großzügigkeit in Zukunft leisten kann, Joachim Herrmann Monat für Monat ca. 21.000 Euro brutto zu überweisen. Machen wir doch mal so ein kleines kabarettistisches Rechenspielchen.
Von 21.000 Euro brutto können Sie einem Balkanflüchtling 12 Jahre lang 143 Euro im Monat geben. Bis dahin sollten selbst die deutschen Behörden seinen Antrag bearbeitet haben. Es geht nicht ums Geld, aber der Hermann weiß halt, welche Züge er ziehen muss, damit seine Zielgruppe angesprochen wird. Es geht über die Missgunst und den Neid. Und bei uns ist halt dann immer irgendwann plötzlich alles alternativlos. Es ist immer alternativlos dann. Und mir ist aufgefallen, auch fantasielos. Wussten Sie, dass das Wort alternativlos 21 Punkte beim Scrabble bringt? Ja, ich habe mir überlegt, für irgendwas muss dieses Wort doch gut sein. Und wussten Sie auch, dass in dem Wort alternativlos die beiden Wörter alternativ und los stecken? Also geradezu eine Aufforderung, mal anders zu denken? Ja, aber wir haben Angst vor diesen neuen Wegen. Wir haben Angst, diese gedachten Gedanken einfach mal zu verlassen. Deswegen wählen wir auch immer wieder die Merkel. Wir werden die Merkel so lange wieder wählen, bis die Medizin so weit ist, dass Herr Kohl wieder ran kann. Wir haben Angst davor, einfach mal ein bisschen zu spinnen. Mal Gedankenwege zu entwickeln, die vielleicht nicht so klar sind. Wir haben Angst davor, und das ist in der freien Wildbahn immer das erste Zeichen dafür, dass eine Spezies ausstirbt. Anarchophobie, das ist die Angst vor den Spinnern und vor dem Spinner in uns. Wir haben Angst davor. Und dabei glaube ich, dass die Spinner die einzigen sind, die uns noch retten können. Ich muss da immer an Lubor Fiedler denken. Das war nicht der Erfinder der Geige. Lubor Fiedler war ein Mensch, ein Spinner im positiven Sinne, der sein Leben lang nach Lösungen für Probleme gesucht hat, wo viele nicht mal das Problem gesehen haben. Im Englischen sagt man auch to think outside the box. Und diese Box hier zum Beispiel, die wurde von Lubor Fiedler erfunden. Jetzt sagen Sie, was muss man da erfinden? Das ist eine Kiste. Aber Lubor Fiedler hat verstanden, dass wenn man außerhalb dieser Kiste denkt, dass dann in der Kiste Platz ist. Platz für ein Geschenk. Das Geschenk des Spinns. Und jetzt kommt das Wunderbare. Dieses Geschenk ist so groß, dass plötzlich die ganze Kiste hineinpasst. Und das kann nur ein echter Spinner. Ein Gedankendenken, der so groß ist, dass plötzlich das ganze Denken in ihn hineinpasst. Und so ein Mensch war Lubor Fiedler. Er hat bewiesen, dass sich selbst die physikalischen Gesetze dem Denken beugen müssen, wenn man sich traut zu spinnen. 1958 wurde Lubor Fiedler in seiner Heimat der damaligen Tschechoslowakei zu 2 Jahren Zwangsarbeit an einem Kohlebergwerk verurteilt. 1966 gelang ihm die Flucht nach Österreich. Lubor Fiedler war ein Flüchtling. Vielen Dank. Vielen Dank, Philipp Simon. Es geht weiter mit Florian Schröder. Ich weiß gar nicht, kriegt ihr das auch mit, diese neuen Merkel-Festwochen, die jetzt gerade wieder angefangen haben? Alle feiern ja jetzt die Kanzlerin, weil sie jetzt angeblich die Flüchtlingskanzlerin ist. Ich kann das nicht nachvollziehen. Permanent werden Selfies gemacht, Fotos mit neu ankommenden Flüchtlingen. Und ich denke jedes Mal, du bist tausende von Kilometern geflüchtet. Du bist endlich am Ziel. Du hast die Hölle auf Erden hinter dir. Und das Erste, was du machen musst, ist ein Foto mit Mutti. Als hätten diese Menschen nicht schon genug Leid hinter sich. Ich würde mir wünschen, dass die Kanzlerin diesen Selfie-Wahn beendet mit dem Satz, wir können nicht alle aufnehmen. Dann wäre der Satz endlich mal sinnvoll.
Mir ist dieser Kanzlerinnen-Hype völlig fremd, dass man jetzt sagt, oh, sie ist die Flüchtlingskanzlerin, nur weil sie einmal gesagt hat, wir schaffen das. Und wenn wir freundlich sind und das nicht gut ist, dann ist das nicht mehr mein Land. Nur weil sie das gesagt hat, ist sie doch noch keine Flüchtlingskanzlerin. Ich möchte nur mal daran erinnern, wie lange sie gebraucht hat, um zur Flüchtlingskanzlerin zu werden. Noch vor wenigen Wochen hat sie in Rostock das arme palästinensische Flüchtlingsmädchen weinend einfach in Grund und Boden gestreichelt. In der größten Herablassung, die einem Menschen gegenüber möglich war, indem sie nicht ernst nahm, was das Mädchen sagte, sondern es auf die Art und Weise versuchte zu schieben. Das hast du ganz toll gemacht. Es ging aber nicht darum, was sie gemacht hat, sondern was sie gesagt hat. Das war der Kanzlerin scheißegal. Und jetzt plötzlich, ach, die Flüchtlingskanzlerin. Nein, sie ist keine Flüchtlingskanzlerin. Sie hat nur einfach wie immer in ihrer Zeit als Kanzlerin entdeckt, oh, jetzt plötzlich, wo in München die Menschen so freundlich sind und hunderttausende Flüchtlinge aufnehmen. Da muss ich jetzt auch mal sagen, ist schon ganz gut, dass wir alle da sind und wir öffnen jetzt auch unsere Grenzen. Irgendwie. Finde ich toll. Jetzt plötzlich. Es ist alles so verlogen, aber in Sachen Verlogenheit steht sie ihrem Vizekanzler Sigmar Gabriel in nichts nach. Der ist ja zuerst zu Pegida gefahren und hat gesagt, auch Pegida gehört zu Deutschland. Danach hat er die blödsinnigen Heidenau-Nazis bezeichnet als Pack. Das ist so, wie wenn du sagst, Kinderpornos sind okay, aber Pädophile sind Pack. So verlogen ist dieses Argument. Sigmar Gabriel ist ja seit letzter Woche jetzt auch Botschafter. Ne? Botschafter im Beirat ist er. Im Beirat der neuen Till-Schweiger-Stiftung, die Till-Schweiger Foundation. Der Plan B, nachdem das mit dem Flüchtlingsheim nichts geworden ist, mit dem Vorzeigeflüchtlingsheim. Und da war ja auch schon Sigmar Gabriel an der Seite von Till Schweiger. Ja, man muss sehen, die beiden sind Brüder im Geiste. Beide haben sich erst spät angefangen für Politik zu interessieren. Hinzu kommt, beide sind Opfer. Sigmar Gabriel ist als SPD-Chef per se schon mal Märtyrer. Und Till Schweiger hat ja einen unglaublichen Shitstorm auf seiner Facebook-Seite bekommen, als er angekündigt hat, dass er sich jetzt für Flüchtlinge einsetzen will. Das war brutal. Die Kanzlerin wollte schon zum Streicheln vorbeikommen. War wirklich schlimm. Wobei, langsam. Langsam, langsam. Wir alle erinnern uns noch, vor wenigen Jahren saß genau der Till Schweiger bei Markus Lanz in der Sendung und forderte eine Datei von Sexualstraftätern, die für alle einsehbar sein sollte. Das heißt, Menschen, die ihre Strafe verbüßt hatten und ohne Zweifel Schlimmes getan hatten, sollten für jeden einsehbar mit Adresse im Internet stehen. 300 Meter Luftlinie von hier entfernt, da wohnt einer. Genau das wollte er. Er wollte Menschen an den Pranger stellen. Und jetzt ist er selber an den Pranger gestellt worden von seinen Fans. Ich sage, jeder Künstler hat halt die Fans, die er verdient. Sigmar Gabriel, der große Flüchtlingshelfer, der hat noch in diesem Jahr dafür gesorgt, dass die Waffenexporte massiv gesteigert wurden. Allein im ersten Halbjahr wurden so viele Waffen exportiert wie im gesamten vergangenen Jahr. Das läuft unter dem Motto, wer Flüchtlingen unter die Arme greifen will, muss ihnen auch dabei helfen, zu Flüchtlingen zu werden. Und Till Schweiger ist nicht besser. Der große Flüchtlingshelfer Schweiger hat noch vor wenigen Jahren einen Film gemacht. Schutzengel hieß er. Ein Film über die Bundeswehr und ihren Einsatz in Afghanistan. Diesen Film hat er damals dort gedreht. Es gab einen unendlich schleimigen Trailer, wo die ganzen Soldaten sagten, was der Till für ein toller Typ ist und wie großartig das alles ist. Die Präsentation des Films in Deutschland hat er exklusiv an die Bild-Zeitung verkauft. Schon immer das Zentralorgan, wenn es um die Unterstützung der Armen und Schwachen in dieser Gesellschaft ging. So verlogen sind die Flüchtlingshelfer der Gegenwart. Und ich muss sagen, ich finde es trotzdem schade, dass das nichts geworden ist mit dem Vorzeigeflüchtlingsheim von Till Schweiger. Ich finde es wirklich schade, ich finde es echt schade, denn die Flüchtlinge hätten von Till Schweiger viel lernen können. Er beweist an seiner eigenen Person, dass man es in Deutschland ganz nach oben schaffen kann, ohne auch nur ein Wort Deutsch zu sprechen. Et voilà, meine Damen und Herren, das ist jetzt schon das Ende von dieser Folge von Alfons und Gäste. Vielen Dank. Mit dabei waren Philipp Simon und Florian Schröder. Fantastisch. Merci beaucoup. Danke schön. Hopp, hopp.
Tschüss, meine Damen und Herren. Bis zur nächsten Sendung. Machen Sie es gut.